Hello, Madame Commander, drop call, and I will guide you to the crew. Perfect. I hope they didn't arrive in the delay. Hello again. Long time no see. Yes, we have seen each other. We already met earlier with the network meeting. Yeah, oh yes. It's 10 to 15% of the space you need when you do it kind of attractive smart city. Everything is both north and south, and we're just starting to build this. So you can see that next to the subway, they're just under construction at Potsdam. And then in the 1870s, this circle line was established. We had some other radio line, and this is the backbone. Yeah, it's the backbone of our urban world. It's the northern part that will be open up next year, and then we will go further down to the south. Because we brought 300,000 refugees from the Ukrainian homeland. Potentially, yes, help. Hi, Natalia from Minnesota. Nice to know you. Midwesterner. Yes. All right. Hello. Okay. Oh, terrific. So you know the band. So what are some of the roles that you take on as volunteers? I'm a translator. My parents are Ukrainian immigrants. It's a warm welcome and something to teach children. Either could not go to the state system or fell out of the state system for housing. We also run the donation page for most of the women. The law of the case on the taste or every day, twice a day, just discuss all the different things. Well, we're at the first transport volunteers, and then we are 2,500. We have been together at the meeting in the day. So, damit sind wir vollzählig. Ich darf Sie alle begrüßen zum gemeinsamen Pressestatement anlässlich der Besuche von EU-Verkehrskommissarin Adina Valian und US-Verkehrsminister Pete Buttigieg.
Wir werden ganz kurz zum Ablauf jeder ein Statement haben. Wir fangen an mit Bundesminister Wissing, gefolgt von Herrn Minister Buttigieg aus den USA, gefolgt von Frau EU-Kommissarin Vallian, und den Abschluss wird machen Herr Dr. Lutz. Im Anschluss wird es eine kurze Fragerunde geben, aber schon einmal die Ankündigung, Herr Buttigieg muss uns leider nach den Statements verlassen, weil er einen Flug kriegen muss. Herr Minister, bitte. Ja, ich grüße Sie, meine Damen und Herren, sehr geehrter Herr Kollege, Mr. Secretary of Transportation, Frau Kommissarin, lieber Adina Vallian, sehr geehrter Herr Lutz, meine Damen und Herren, Vertreterinnen und Vertreter der Medien. Der grausame Angriffskrieg von Wladimir Putin bringt seit 2 Monaten unfassbares Leid über die Ukrainerinnen und Ukrainer. Der Krieg ist in eine perfide Phase getreten. Wladimir Putin lässt ukrainische Städte bombardieren und schreckt auch vor Angriffen auf die Zivilbevölkerung nicht zurück. An oberster Stelle steht die Unterstützung der Menschen in der Ukraine und derjenigen, die auf der Flucht sind. Wir haben deswegen eine Schienenbrücke in die Ukraine aufgebaut, bringen Hilfsgüter per Bahn direkt ins Krisengebiet. Zahlreiche Firmen, Privatpersonen in ganz Europa beteiligen sich an diesem Projekt. Und wir haben sehr schnell dafür gesorgt, dass flüchtende Menschen aus der Ukraine von Polen aus nach Deutschland befördert werden konnten. Das Engagement und die Zusammenarbeit überall in Europa sind enorm und es ist unglaublich viel Ehrenamt aktiviert worden. Darauf sind wir stolz, dafür sind wir dankbar und das macht uns Mut. Aber ich fürchte, dieses Engagement werden wir noch längere Zeit brauchen. Wir müssen mit weiteren Eskalationen rechnen und vorbereitet sein und vor allen Dingen müssen wir weiter eng zusammenhalten. Der Krieg und die notwendigen Sanktionen gegen Russland haben längst auch Auswirkungen auf die Menschen und Unternehmen in ganz Europa. Etwa mit Blick auf meinen Themenbereich, die gesamte Logistikkette. Wir müssen uns darauf einstellen, dass es sich nicht um eine kurzfristige Einschränkung handelt, sondern um eine zumindest mittelfristige, fundamentale Änderung der Bedingungen für Transport und Logistik. Grundsätzlich gilt aber, die Transportketten halten. Die Verkehrs- und Logistikwirtschaft geht mit den Schwierigkeiten professionell und flexibel um, so wie auch schon in der Pandemie, die uns immer noch beschäftigt. Vor diesem Hintergrund begrüßen wir den Aktionsplan der Europäischen Kommission, mit dem insbesondere Agrarexporte aus der Ukraine verbessert werden sollen. Eine gemeinsame europäische Initiative ist, das haben die europäischen Sanktionspakete gezeigt, ein starkes Zeichen der Solidarität und diese gemeinsame Vorgehensweise erhöht den Wirkungsgrad der Maßnahmen. Ich bin deshalb sehr gerne bereit, den Vorschlag der EU-Kommission nach allen Möglichkeiten zu unterstützen. Das gilt unter anderem für das geplante temporäre Abkommen mit der Ukraine in Bezug auf den erleichterten Zugang ukrainischer Gütertransportunternehmen zum europäischen Markt. Frau Kommissarin Vallian hatte mit mir heute schon darüber gesprochen und ich habe ihr hier alle Unterstützung zugesagt. Ich unterstütze grundsätzlich den raschen Abschluss eines temporären Abkommens, nicht nur mit der Ukraine, sondern auch mit dem benachbarten Moldau, wie von der Kommission vorgeschlagen. Insbesondere der Schiene kommt in diesen Zeiten eine große Bedeutung zu. Ihre Vorteile wollen wir auch bei der Ausfuhr von Getreide nutzen. Die DB Cargo ist bereits dabei, die Schienenbrücke dahingehend zu befähigen, künftig große Mengen an Agrarprodukten aus der Ukraine zu den Nordsee- und den Adriahäfen zu transportieren. Der Aktionsplan der EU enthält dazu zahlreiche unterstützende Elemente, die es nun weiter auszugestalten gilt. Fest steht, ob Ukraine-Krieg oder nicht zu vergessen, die Auswirkungen der Pandemie, wir sind im Krisenmodus und dieser Krisenmodus fordert uns alle. Aber wir verlieren dabei unsere eigentlichen Zukunftspläne nicht aus dem Blick. Mehr Digitalisierung, mehr Fortschritt für alle Lebens- und Arbeitsbereiche und mehr Klimaschutz. Alles, was dazu beiträgt, ist ein wichtiger Schritt für unsere Zukunft und auch für die Zukunft nachfolgender Generationen weltweit. Unsere Klimaziele sind ambitioniert in Deutschland und Europa. Auch darüber haben wir heute, Frau Vallian und ich, uns austauschen können. Wir haben eine Reihe von Vorhaben auf europäischer Ebene in Planung, von der Einführung verbindlicher Ausbauziele für Tank- und Ladeinfrastruktur bis hin zur Dekarbonisierung des Schiffs- und Luftverkehrs. All das müssen wir neben den Anstrengungen, die uns die Krise mitgebracht hat, parallel steuern. Aber auch hier gilt, gemeinsam sind wir stärker. Vielen Dank.
Well, first of all, I want to thank Minister Wiesing, Dr. Lutz, and Commissioner Vollian for the warm welcome and accompaniment on the tour today, and for the work that they have been doing. It is a privilege to be here as the U.S. Transportation Secretary, and an extraordinarily important time for us to be exchanging learnings, lessons, and ideas. We are facing shared and common problems and challenges and opportunities. Notably, as was mentioned earlier, of course, the international response, the unified response to Russia's unprovoked war of aggression against Ukraine, alongside the challenges we have been facing in contending with the effects of the pandemic and our unified fight against climate change. We are undertaking a historic level of investment in my own country, in our transportation infrastructure, at a level that we haven't done in about 70 years. And so it's a very good time to be taking notes and observing what has been successful and what challenges have been confronted by our friends and partners, such as what we've seen here in Germany and what we see even very specifically at this extraordinary facility and all that has gone into the Hauptbahnhof and all that goes on here. We admire the way in which Germany has decided to directly confront the climate crisis through transportation policies that are not only using known technologies to help mitigate carbon emissions, but also leaning into a future where even the hardest to decarbonize sectors must be moved into a pattern that is more sustainable than it is today. But what we also saw on today's visit, in a very immediate sense, was the extraordinary response in service of our shared values to the crisis that has been created by the Russian war against Ukraine. In seeing the way that volunteers as well as professionals, the way that civil society as well as the state has risen up and organized in very short order, a way to ensure that refugees are welcomed and are guided toward the resources that they need. I think we see the spirit of international cooperation that has been so important in the U.S. bilateral relationship with Germany and that we so admire as we continue to join hands with the European Union and see how the European project has been meeting its mission of peace and security and prosperity here across Europe. I'll be coming home with stories of some of the extraordinary conversations that I had with the volunteers who emerged sometimes in a matter of hours to help make sure that the people who are coming here in great need were able to be connected to what it would take to help them settle. But it's an extraordinary reflection of how self-organizing civilian volunteers can partner with fast-acting state organizations and with the transportation system in order to meet a challenge that would not have been imagined just a few months earlier. Again, it is a note of admiration that I bring more than anything else for what's being achieved here, and a note of urgency about our continued unified response to the challenges of the day, be they the challenges created by war or the challenges that unite us in our common struggle to protect our climate. And I look forward to being with my colleagues, the Minister and the Commissioner, tomorrow at the International Transport Forum in Leipzig, where we will continue our conversations about how to meet the challenges of the moment and what we can learn from one another as we do so. Thank you very much. Thank you. And we're going to proceed with Madam Commissioner. Yes, thank you very much. Hello, everyone. Thank you, Minister Wiesing, for having the idea of having all of us here today. I think this stands not only for a show of unity we have in the face of this difficult situation for Europe and for the world, but it's also a show of responsibility or shared responsibility we have in the face of this challenge and our common commitment to help and stand united and responsible to respond to the challenges people are facing nowadays from our direct neighborhood. I have seen here, as I have seen in many places, where I found again myself as European Commissioner for Transport together with my
German friends with Minister Wiesing, with the director of Deutsche Bahn in Poland at the beginning of the conflict, organizing the transport of refugees. And I want to thank with this opportunity to all transport companies, Deutsche Bahn in particular, for all the efforts they have done to support the refugees coming from Ukraine. And it was a tremendous effort. And we showed at European level solidarity, and by cooperation, we found quickly right solution. No need to tell you today how much the European Commission was able to mobilize in time, in terms of resources, people, for to help the refugees. Now we are facing a new challenge, which is more economical, trying to help food from Ukraine and Moldova to reach its destined global markets, because we want to prevent any shortage in other parts of the world for the fact that these countries cannot deliver. And this is an immense logistic challenge, but we thought together, Europeans, how to try to do it. And even we got offered, and we will work with also with us other partners to face this challenge. You know, Commission proposed, we proposed these new solidarity lanes to help with this endeavor. Because it was mentioned, decarbonization, I'm also looking forward to exchange with our friends from United States on issues which are going to be in our future discussions to be decided together at global level, to put our efforts together to have a global response to the challenge. Because, of course, we are more advanced and willing in this coalition of the willingness to move towards decarbonization. There are common ideas, there are policies we can support together. I'm very pleased that we are in a rail station, which was built from the very beginning as an example of what multimodality and urban mobility should be based on, because this is a hub. It is a hub which is good for the neighborhood, for the city, for the climate. And this is something we are supporting at European Union, and we are pleased to see such examples already existing. Thank you again, Minister Wiesing, Minister Buttigieg. I'm looking forward for continuing this conversation, and of course for hosting us, Dr. Lutz. Thank you very much. And Mr. Secretary, I think your team sends urgent messages, but you need to leave right now. Thank you very much for being with Thank us. Thank you very much. And safe travel. It was a pleasure. Thanks. Thank you. Much to be proud of. Safe travel. Herr Dr. Lutz, tut mir leid, Sie haben trotzdem die Ehre. Schließen mal die Reihen. Ja, ich darf das dem Sekretär Buttigieg noch hinterherrufen. Es war für uns tatsächlich eine große Ehre und eine wahnsinnige Freude, ihn heute hier begrüßen zu dürfen. Ich darf mich ausdrücklich bei Ihnen, Herr Wiesing, bedanken für die Idee, jetzt kein Meeting in einem Raum zu machen, wo wir alle um einen Tisch sitzen, sondern wirklich hier vor Ort sich zu treffen und auch mal das Thema Transportsysteme und Infrastruktur auf sich wirken zu lassen, weil, wenn man sich daran erinnert, und einige werden es tun, als wir uns 2006 diesen Bahnhof hier in Betrieb genommen haben, gab es hier rundherum nichts außer der Schweizer Botschaft vielleicht. Und mittlerweile gibt es Hotels, es gibt Wohngebäude, es gibt eine Unzahl und Unmenge an Geschäften. Und da sieht man, dass Infrastruktur essentiell ist für Wachstum und Wachstum essentiell ist für Wohlstand. Und deshalb finde ich es übrigens auch sehr gut, was in Amerika gerade passiert, dass eben auch in die Infrastruktur investiert wird, weil das ein ganz, ganz wesentlicher Treiber für viele wichtige Dinge für die Menschen und die Industrie in einem Land sind. Und man sieht hier auch, dass nicht ein einzelner Verkehrsträger alle Probleme lösen kann, sondern es gerade auf die Integration zwischen verschiedenen Verkehrsträgern ankommt. Das hat man, glaube ich, wirklich hier sehen können. Und wir haben von Anfang an, Gott sei Dank, Wert darauf legen können, genau diese Integrationsleistungen
zu machen. Wir sind relevant für Klima und Umwelt. Das ist mehrmals schon genannt worden. Wir sind der mit Abstand klimafreundlichste Verkehrsträger. Und ich bin ausgesprochen dankbar, dass wir gemeinsam auch vereinbart haben, diesen Verkehrsträger zu stärken, um Wachstum und Verkehrsverlagerung zu organisieren. Und man hat gerade in den letzten Jahren eben auch gesehen, dass wir systemrelevant für Mobilität und Logistik sind, nicht nur in Deutschland, sondern auch in der europäischen Dimension. Das hat man übrigens gerade in den beiden Krisen sehr schön gesehen, und dass wir rund um diesen schrecklichen Angriffskrieg auch bereitstanden, nicht nur als Deutsche Bahn, sondern zusammen mit allen anderen Partnerbahnen in Europa, sehr gut orchestriert aus Brüssel heraus und auch in enger Kooperation zwischen dem Verkehrsministerium und den Nachbarländern, zeigt, dass diese europäische Idee alles andere als aus der Mode ist, sondern gerade in diesen Zeiten eigentlich so etwas wie eine Renaissance erlebt. Und Schiene kann auch und muss auch einen Beitrag leisten zum Zusammenwachsen von Ländern und Leuten und diese Idee, diese europäische Idee voranbringen. Interrail feiert gerade 50 Jahre Geburtstag, und es gibt ganz, ganz viele, mich eingeschlossen, die die europäische Idee in sich aufgesogen haben, nicht weil sie irgendwelche politischen Seminare besucht haben, sondern weil sie Europa im wahrsten Sinne des Wortes erfahren haben. Deshalb ist das, was wir nicht nur in Deutschland mit grenzüberschreitendem Verkehr, sondern auch in Europa mit dem Stärken des Schienensystems, auch um Klimaziele zu erreichen, vorhaben, eine ganz tolle Idee, und wir unterstützen das gerne auch in der aktuellen Krise, auch was das Thema Getreide angeht. Wir sind da an der Seite des Ministeriums, auch an der Seite von Kommissarin Walian. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich gebe zurück an den Moderator. Ja, vielen Dank. Dann war es das mit den Statements. Ich schaue einmal in die Runde. Haben wir Fragen? Herr Mayer hat eine Frage. Schreien Sie in den Raum. Ich würde auch laut wiederholen, oder es kommt ein Mikro. Herr Minister, können Sie ein bisschen was... Entschuldigung, Sascha Mayer von dpa. Sie sprachen die Getreidebrücke, sage ich jetzt mal, aus der Ukraine an, bei der die Deutsche Bahn helfen will. Wie bald kann denn das aus Ihrer Sicht starten? Und Herr Dr. Lutz, können Sie uns ein bisschen operativ erklären, wie das aussehen wird? Was genau macht die Deutsche Bahn da? Gibt es zusätzliche Wagen, Kooperationen? Vielleicht können Sie es ein bisschen konkretisieren. Danke. Ja, diese Hilfe hat bereits begonnen. Die DB Cargo fährt bereits im Auftrag der privater Getreideexporteure aus der Ukraine entsprechende Verkehre. Details dazu kann Ihnen Herr Lutz gleich im Anschluss nennen. Also die Hilfe findet schon statt. Was eben wichtig ist, dass wir darüber hinaus auch Ausnahmegenehmigungen erteilen, wo sie gebraucht werden, und das eben im europäischen Gleichklang. Und diese Dinge müssen wir gemeinsam auf den Weg bringen. Da sind wir dran. Ja, wie Herr Wissing schon sagt, auch diese Brücke ist schon sozusagen unterwegs mit etwa 2 bis 3 Zügen pro Tag aus der Ukraine heraus über Polen und die entsprechenden Terminals dann in den Bereich von westlichen Europa. Aber ich sage ganz offen, das war auch unser Thema heute mit der Kommissarin Walian. Auch da ist es, glaube ich, gut und richtig, dass Brüssel mit der Thematik Solidarity Lanes jetzt ein Stück weit auch versucht, die Orchestrierung in die Hand zu nehmen, damit wir die knappen Kapazitäten, die wir da vor Ort haben, dann auch als Eisenbahnen in Gesamteuropa optimal ausnutzen. Denn eines ist relativ klar, dass wenn 90% des Getreides bislang über die Seehäfen exportiert wurden und die jetzt im Moment aufgrund dieses Angriffskrieges nicht zur Verfügung stehen, dann werden wir natürlich an Kapazitätsgrenzen kommen. Aber trotzdem und trotz allem müssen wir versuchen, so viel wie möglich aus der Ukraine heraus zu transportieren. Da sind wir committed, sind wir auch dran. Und wir sind da auch für jede, übrigens so ähnlich wie bei den Flüchtlingsverkehren auch, für jede orchestrierende Hilfe und Unterstützung aus Deutschland, den Nachbarländern, aber auch aus Europa dankbar. Und das haben wir auch heute miteinander vereinbart, da die Kräfte zu bündeln im Interesse der Menschen, nicht nur in der Ukraine, sondern halt eben auch, wo der Weizen, das gesamte Getreide ja hin exportiert werden will, weil es droht ja durchaus eine schwierige humanitäre Katastrophe an ganz anderen Stellen auf diesem Globus, wenn wir das nicht gut und effizient managen können. Any other questions?
Weitere Fragen sehe ich nicht. Dann darf ich mich bei allen Beteiligten bedanken und schließe diese Veranstaltung. Einen schönen Abend.